willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und damit willkommen hier zurück zu Minecraft Engel, yeah! Alright, ihr seht schon an den weißen, zotteligen Flügeln. Letztes Mal habe ich gesagt, ich habe wahrscheinlich eine Flügelallergie, weil ich so genießt habe, aber das hatte damit nichts zu tun. Wahrscheinlich habe ich einfach wieder zu viel Schokolade gegessen oder sowas. Ja Leute, willkommen hier zu Engel, zu unserem neuen Haus. Wir sind wieder back zurück in unserer wunderschönen Bude hier und ich habe weitergebaut, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt sogar ein Dach, ja, wir haben sogar ein Dach über dem Kopf. Sehr nice. Wir sind zwar über den Wolken, aber es kann jetzt endlich nicht mehr reinregnen. Ist das nicht wunderbar? Und des Weiteren habe ich hier so einen kleinen Balkon gebaut, so mit Blumen drauf und so einen ganzen Kram und noch andere Sachen. Was ich mich frage auf jeden Fall, wir müssen jetzt mal hier rausgehen. Da vorne ist meine alte Insel und ich wollte euch unbedingt mal fragen, was können wir da drauf machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Unser Haus da ist abgebrannt. Und ich weiß nicht, ob das so nice ist, da ein neues Haus zu bauen, weil wir haben ja hier eins und das ist auch viel größer und eigentlich auch schöner. Deswegen ist die Frage, was sollen wir mit der alten Insel machen? Schreibt mal eure Ideen in die Kommentare jetzt. Schreibt mal rein, was ihr denkt, was wir machen sollen, weil vielleicht fällt euch ja was Cooles ein. Mir ist noch nichts eingefallen, aber ihr habt bestimmt eine gute Idee und das können wir dann umsetzen. Das wäre mega, mega nice von euch. Und übrigens, danke an alle, die letzte Folge abonniert haben. Sehr, sehr coole Aktion. Wir kommen der Million immer näher, also unbedingt, wenn ihr noch unter den ersten Millionen Abonnenten dabei sein wollt, jetzt hier den Abonnieren-Button klicken. Entweder unten oder wenn ihr YouTube Kids benutzt, auch gerne oben. Ja, da gibt es nämlich auch einen Button. Okay, habe ich auch kürzlich rausgefunden. Alright, ja, wir sind auf jeden Fall hier heute gefordert, denn wir haben eine Mission. Und für diese Mission brauchen wir nichts als diesen Teppich. Und ich werde euch gleich erklären, womit es sich da auf sich hat. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Aktion. Wir gehen erstmal durch unsere nicht vorhandene Tür. Die hat der Coach nämlich letztes Mal mitgenommen. Da musste nämlich, er hat eine Kuh, wusste der das? Der Coach hat eine Kuh, eine rosane Kuh, die sieht richtig funny aus. Ich weiß nicht, was er mit der will. Auf jeden Fall war die zu dick für die Tür und kam nicht durch und deswegen hat er die Tür kaputt gemacht. Und jetzt habe ich keine Tür mehr, weiß auch nicht, was ich machen soll. Naja, immerhin habe ich ein paar Fische. Die müssten eigentlich hier unten sein, da vorne. Peanut, Marmelade und Marinade. Was macht die hier eigentlich schon wieder? Wo ist das Glow Squid hin? Ich habe letzte Folge ein Glow Squid hier platziert. Wo ist das? No, no, no. Was habt ihr mit dem Tintenfisch gemacht? Oh nein! Habt ihr den gefressen? Was seid ihr? Seid ihr Piranhas? Oh nein, ich glaube, ich habe eine Horde Piranhas in meinem Keller. Hilfe! Schnell weg hier, bevor sie mir auch noch die Gliedmaßen abfressen. Das gibt's doch gar nicht. Letzte Folge hatten wir halt wirklich einen Glowspit in unserem Keller platziert. Das ist jetzt weg. Oh nein, meine Fische haben es gefressen. Ich fütter euch nicht genug. Wahrscheinlich liegt es daran. Freunde, in der letzten Folge haben wir etwas sehr, sehr Merkwürdiges über Alisa rausgefunden. Und zwar, da ist ihr Greif. Und zwar hat sie da unten ja einen Bunker. Und in dem Bunker war die Teufelin. Ich weiß nicht, ob sie die versteckt hält oder sowas. Oder ob die beiden unter einer Decke stecken. Die sind ja Schwestern. Vielleicht haben die irgendwas ausgemacht oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das würde ich auf jeden Fall gerne herausfinden. Und dazu brauchen wir auf jeden Fall diesen Teppich. Das wird sich dann noch zeigen. Yeah. Und das ist mein Haus hier. Ich glaube, es ist wirklich abrissbereit. Was sollen wir da noch machen? Da steht nichts mehr von. Es ist kaputt. Das war's. Da ist nichts mehr zu retten. Naja. Okay, trotzdem, ich würde sagen, wir fliegen jetzt einmal ganz geschwind hier rüber zu ihr. So, zack. Hier ist ihr Greif. Und gucken mal. Ja, ich glaube, ich kriege auch eine Allergie gegen diese Pollen hier. Ja, was ist denn, ha? Hast du irgendwas? Willst du Futter? Hier, du kannst eine Karotte von mir kriegen. Oh, ich habe es in deinen Mund geguckt. Okay, das war ein bisschen merkwürdig. Na gut, können wir mal hier runter. Ob Alisa hier ist? Nee, hier ist sie nicht. Gestohlene Gegenstände. Oh, da sind safe noch Sachen von mir. Hier vorne. Da ist halt ihr Geheimkeller. Da haben wir jetzt noch nicht reingeschaut. Aber vielleicht ist sie dann ja drin bei sich. Also da können wir dann auch nochmal schauen. Alisa? Oder vielleicht Teufelin? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal nach oben. Mal gucken, ob sie hier ist. Alisa? Bist du irgendwo? Ist sie vielleicht doch unten wieder in ihrem Bunker? Nee, hier ist sie jedenfalls nicht. Okay. Dann geht's jetzt los mit unserer Aktion. Denn ich weiß nicht, ob sie da ist. Seht ihr sie? Okay, das Problem ist, hier vorne, das da, das ist eine Falle. Wenn wir da jetzt drauf gehen, dann fallen wir in eine Falle, wo wir nicht mehr rauskommen. Denn, hier, seht ihr das? Es fliegt einfach durch. Da ist nichts drunter. Und ich dachte mir, was, wenn wir einen Teppich drauf platzieren? Wird es dann funktionieren? Ich weiß es nicht. Ist nur eine Idee. Wir probieren es mal aus, ja? Nicht mit den Füßen, sondern...
Okay, die Karotte hält. Wollen wir es versuchen? Yes! Es klappt. Ist sie da? Das ist ihr Bunker hier. Liegt sie da irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Ich mach mal die Tür auf. Alisa? Teufelin? Irgendjemand? Hallo? Ich glaube, hier ist niemand. Hier waren die aber letztes Mal. Das ist ihr Bunker. Was hat sie denn hier alles? Anti-Teufelspray. Anti-Teufel-Amulett. Anti-Teufelsalbe. Und Kakteen. Okay. Hier ist noch viel mehr Anti-Teufelspray. Eine Feder. Was hat sie noch hier? Leitern? Wahrscheinlich zum Rauskommen. Okay. Ist ja merkwürdig. Aber da ist sie jetzt nicht mehr. Hier ist noch eine Kiste? Nee, da ist nichts drin. Ich weiß nicht. Ist sie weg? Wollen wir... Habt ihr es gehört? Warte. Da ist jemand. Hä? Das ist Neo. Was macht ihr da? Ey! Neo, was machst du hier? Hä? Lass dich nicht stören. Ich hol mir nur meinen Kram wieder. Nein, nein, ich lass mich nicht stören. Was meinst du mit deinem Kram? Wo ist Alisa? Hast du sie gesehen? Ist sie irgendwo? Alisa? Sie ist weg. Schau doch mal hoch, dann siehst du, was ich meine. Hä? Was meint er? Schau doch mal hoch. Alisa? Hä, wohin denn hoch? Was meint er damit? Nein! Sie hat 10.000 Punkte erreicht, deswegen, sie ist weg. Sie ist im Himmel? Oder was? No! Wie soll ich denn jetzt noch mit ihr reden? Und wir haben ja 4.500 Punkte, das dauert doch ewig, bis ich das aufhole. Alisa ist weg? Sie ist nicht mehr unsere Nachbarin, aber sie hat ihren Greif hier gelassen? Das ist ja merkwürdig. Okay, komm mit, Kleiner. Du kannst eine Weile bei mir wohnen. Warte, ich nehme dich einfach mit zu mir, weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer kümmert sich denn um ihn, wenn Alisa jetzt weg ist? Guck mal, du kannst auf meiner Insel wohnen. Vielleicht können wir ein Nest für dich bauen oder sowas, während du hier bist. Ah, nicht weglaufen! Halt, Achtung, bleiben Sie stehen, Sir. So, zack. Bleib erstmal hier, wir müssen dir erstmal irgendwie ein sicheres Nest bauen oder sowas. Da fliegt Neo, der ist jetzt weg. Ist ja ultra merkwürdig. Okay, gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Idee, was wir hier machen können. Aber schreibt gerne noch rein, wenn ihr noch mehr Ideen habt. Ich werde jetzt den Coach unbedingt noch fragen, was der dazu meint. Weil der muss doch eigentlich wissen, wo Alisa ist. Ja, der hat es so im Überblick. Er ist ja schließlich unser Ausbilder. Wenn jemand weiß, wo Alisa steckt und ob sie jetzt im Himmel ist, dann er. Und er ist meistens dort vorne. Eigentlich. Heute nicht. Okay. Heute ist er nicht da. Ist er vielleicht bei sich zu Hause? Warte mal. Coach? Hört ihr das? Es ist super leise, die Klingel. Die ist so leise. Coach, sind Sie zu Hause? Hallo? Coach? Soll ich reingehen? Tür war offen. Okay. Sir? Entschuldigen Sie? Hier oben ist er nicht. Hallo, Coach? Werden Sie gerade fremdlambiert oder sowas? Hallo? Okay, er ist nicht da. Hier oben vielleicht? Nee, der schläft auch nicht mehr. Hä? Habt ihr das gerade gehört? Wo kam das her? Ich höre hier doch eine Kuh schnauben. Warte, das ist seine Kuh, oder? Er hat eine Kuh. Ach, hier geht's runter. Da ist seine Kuh. Ach so. Nee, da... Warte mal, wir gehen mal runter schauen. Hey, hast du den Coach gesehen, Mu? Hallo, ich rede mit dir. Entschuldige. Okay, alles... Oh, warte, da ist er doch. Hi. Hallo, Coach. Na, wird's bald. Schnell, hol mich hier raus. Was? Ach, sie stecken in ihrem Wasserfass fest. Ach so. Warten Sie. Kann ich da irgendwas machen? Ich muss mal gucken. Komm schon. Ja, sehen Sie hier. Hab's geschafft. Wunderbar. Geht's Ihnen gut, Coach? Wurde aber auch Zeit. Wie hast du mich gefunden?
durch ihre Kuh, die hat Gemut. Die hat um Hilfe Gemut. Deswegen bin ich hier. Hier, ja, Helferengel und so. Scout, ich bin eigentlich hier, weil ich nach Alisa fragen will. Wissen Sie zufällig, wo Alisa ist? Ach, sie hat es geschafft? Ha, die einzige von euch mit Potenzial. Sie hat es, glaube ich, geschafft. Also sie ist jedenfalls weg. Ich weiß nicht, ist sie jetzt im Himmel oder was? Oh, wenn ich nur an diesen Neo denke. Ja, will ich ja auch nicht. Aber Sir, was jetzt mit Alisa? Naja, für deine Aktion hier hast du dir jedenfalls Punkte verdient. Okay. Weil du so nett bist, bekommst du 2000 Punkte. Ha, nein, 5000. Was, 5000? Sie machen Witze, oder? Coach, das ist ein Witz. Und jetzt geh, ich hab hier noch zu tun. Was, mit Kuh melken oder was? Ernsthaft, okay. Alles klar, ich bin weg. Wartet mal, das war doch jetzt ein Scherz mit 5000 Punkten. Wie viele Punkte habe ich denn? Hä? Ich muss jetzt mal gucken gehen. Freunde, wir müssen mal schauen. Nein. Das ist unser Punktestand. 9500 Punkte? Was? Nein! Wir haben in einer Folge 5000... Wofür? Dafür, dass ich den Coach hier aus dem Fass befreit habe? Hä? Als ob! Das heißt, wir brauchen nur noch 500 Punkte und dann sind wir im Himmel. Und dann können wir Alisa tatsächlich fragen, was das mit sich auf sich hatte. Was das sollte. Das werden wir dann hoffentlich in der nächsten Folge tun können, wenn wir diese 500 Punkte noch verdienen. Yes, da müssen wir uns überlegen, wie wir das möglichst schnell machen. Alles klar. Leute, dann war es hier mit unserer Folge von Minecraft Engel. Like da lassen, abonniert unbedingt diesen Kanal. Und übrigens, bald geht's auch wieder weiter mit Minecraft Haus. Und zwar im März. Yeah, da sehen wir uns auf jeden Fall auch wieder. Engel geht natürlich auch weiter. Von daher, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.